Hallihallo, da bin ich schon wieder. Alle guten Dinge sind 3 mal 2 sind 6. So kann man sich schönreden. Nein, es ist tatsächlich unser 6. Tutorial. Und ich habe mir überlegt, es gibt immer Tutorials zu Ostern, zu Weihnachten, Frühling, Winter. Aber es gibt so nichts zwischendurch. Und da ich ja immer gerne was mache, was für jeden gut ist und was man gut daheim hat, habe ich mir überlegt, jetzt basteln wir mit Papier. Basteln wir mit Papier, es reimt sich sogar, das ist total gut. Genau, und ich habe natürlich vorbereitet, man sieht da so eine ganze Batterie an Schachteln. Wir werden heute verschiedene Sachen machen. Und zwar erzähle ich mal wieder, was wir machen. Wir machen Aufbewahrungsschachteln. Hier habe ich mal Eier reingetan, aber da könnte man natürlich auch ganz viele andere Sachen reinmachen. Wenn man jetzt so in verschiedenen Farben diese kleinen Aufbewahrungsschachteln hat, die man ganz einfach falten und schneiden kann, kann man es auch im Büro auf dem Schreibtisch machen. Da kann man Büroklammern reintun oder Patronen vom Füller oder was auch immer, was einem so einfällt. Das sind die kleinen und dann habe ich das gleiche nochmal mit festerem Papier in groß. Ich habe jetzt buntes Papier, einfarbiges Papier, dünnes und dickes Papier. Ihr könnt einfach daheim gucken, was habe ich denn für Papier. Und wenn ihr jetzt tatsächlich nur weißes Papier habt, auch das geht. Wenn man es gern bunt haben möchte, kann man es einfach bunt anmalen und nach eigenen Wünschen. Also nicht jeder hat halt schon so fertig bedrucktes Papier. Ich habe das jetzt, aber wenn ihr das nicht habt, kann man auch einfach selber was anmalen oder einfach ja, farbiges Papier nehmen. Das heißt, wir machen kleine Schachteln, große Schachteln. Die großen kann man super gut auch, wenn man abends einen Film guckt oder so und man hat so Nüsse oder was weiß ich, dann kann man die da reinfüllen und es sieht einfach nett auf dem Tisch aus und man kann immer mal wieder wechseln, je nachdem, was man für eine farbliche Deko möchte, kann man das dann vom Papier her anpassen. Aber man kann auch Schachteln machen, wenn man etwas verschenken möchte. Auch da haben wir wieder klein und groß. Klein, ich finde die mega süß. Wenn ihr, also das geht an die Männer auch ein bisschen raus, wenn ihr einen Ring verschenken wollt zum Beispiel, den kann man super schön in sowas reinmachen. Und wir haben Vorlagen dafür gemacht, die wir euch natürlich auch zum Download zur Verfügung stellen. Ist das easy peasy, ein Lieblingswort von mir, nachzumachen. Aber natürlich auch für die Mädels, man kann da auch einfach eine Botschaft reintun. Also entweder an eine liebe Freundin oder an die Mama oder an den Freund oder kann einfach auch nur ein Herz reinlegen oder ein Herz backen und reinlegen. Was ihr natürlich in Papierschachteln nicht reintun solltet, ist was Flüssiges. Aber das erklärt sich von selber. Was ich auch besonders schön finde, die ist jetzt nicht gefaltet, sondern geklebt. Das ist eine große Geschenkschachtel. Die finde ich auch besonders schön. Ist natürlich auch mit dem Papier besonders schön. Aber ich finde auch mit anderem Papier wirkt es sehr gut. Genau, also das heißt klein-groß, klein-groß. So, und dann hat man natürlich Reste. Papierreste. Das werdet ihr auch sehen, dass man da Papierreste hat. Und was macht man mit Papierresten? Ich habe in dem letzten Tutorial habe ich so Osterguirlanden gebastelt und das hat mich auf die Idee gebracht, dass man das ja auch mit Schmetterlingen machen kann. Das kann man das ganze Jahr übernehmen. Man kann auch was anderes als Schmetterlinge nehmen. Man kann auch Sonnen nehmen. Also mit den Papierresten kann man Girlanden machen. Ich habe im letzten Tutorial schon gesagt, untereinander. Die Hasen hatten wir nebeneinander. Das kann man natürlich auch. Also das kann man machen, wie man möchte. Wenn man Reste hat, gibt es auch noch die Möglichkeit, wunderschöne Papierblumen daraus zu machen. Das werde ich dann am Schluss auch noch zeigen, wie das geht. Ist auch ein schönes Mitbringsel, kann man aber auch einfach irgendwo aufkleben. Wenn man zum Beispiel so eine Schachtel in einfarbig hat, kann man auch eine Blume einfach da drauf machen. Das sieht dann auch schön aus. Genau, das ist das Programm für heute. Ich habe wie immer natürlich vieles vorbereitet, damit es nicht so lang geht. Dann würde ich sagen, starten wir einfach. So, wir beginnen jetzt mit der kleinen Schachtel. Dafür braucht ihr
ein Blatt Papier. Ich habe ein DIN A4 Blatt Papier. Ihr braucht ein Lineal, ganz wichtig, einen Bleistift und die Schere. Und man braucht, natürlich, ich zumindest, brauche den Kameramann, der das gut einfängt für euch, damit ihr es gut nachmachen könnt. Da wir ein quadratisches Papier brauchen, gibt es ja den Trick, das kennt ihr bestimmt, also man faltet das so rüber, das DIN A4 Blatt. Und was natürlich für mich schwierig ist, weil ich meistens sehr huddelig bin oder ja, wenig Geduld habe und nicht so sorgsam bin. Also die Leute, die sorgsam sind, sind klar im Vorteil. So, also ihr faltet das rüber und dann wird der Streifen abgeschnitten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben viele Papierreste, die wir aber natürlich verwerten werden, weil das ist ja einfach schade, das wegzuschmeißen. Und jetzt wisst ihr, warum ich das gesagt habe, weil wir werden immer wieder Streifen Papier abschneiden. So, das lege ich mal dahin. Jetzt haben wir ein Quadrat. Und dieses Quadrat müssen wir dritteln. Das heißt, wenn ihr das gut gemacht habt, habt ihr 21 cm. Und wenn wir das dritteln, dann machen wir einen Strich bei 7 und bei 14. Und damit das hinterher schön gerade wird, machen wir das jetzt auch untereinander nochmal, damit wir da den Strich ziehen können. Ich weiß nicht, nee, kann man das sehen gut? Oder muss ich irgendwie anders sitzen? Also man sieht schon, was du machst. Gut. Nur, ich weiß nicht, ob ich so nah drauf kriege. Ich versuche es jetzt für euch, Leute. Ja, aber ich glaube, bis jetzt ist das auch noch ein bisschen erklärend. Ja. So, also im Prinzip, man muss es dritteln. Genau. So. Und dann schneidet ihr, erst dritteln wir es und dann schneiden wir eins weg, dann schneidet ihr ein Drittel weg. Okay. Und wir haben wieder einen Streifen über. Aber das macht nichts, weil wir das ja verwerten. So, auch weg. So, jetzt nehmt ihr das Ganze und drittelt es nochmal. Wenn ihr zweifarbiges Papier habt, müsst ihr darauf achten, dass ihr hinterher die Seite, die schön ist, so habt, dass sie nach oben kommt und nicht die Seite, wo ihr die Striche drauf gemacht habt, weil das sieht dann nicht so schön aus. Das kann man sich ja vorstellen, wenn dann überall die Striche sind. So, das dritteln wir jetzt. So, jetzt geht es ans Falten. Jetzt faltet ihr, ihr seht hier den Strich, bis zu dem Strich hoch. Einmal. Und mit der anderen Seite machen wir das genauso. So, dann falten wir nochmal gegen, weil wir ja hinterher diese Seite außen haben wollen. Das andere auch noch mal. So. Jetzt haben wir das. Jetzt müsst ihr, ich hoffe, ich mache das jetzt nicht zu schnell. Also ihr habt jetzt dieses Papier. Ihr habt immer die Möglichkeit, Pause zu drücken. Ne? Ja, genau. Und faltet das quasi wie eine Ziehharmonika. Und auf der anderen Seite genauso. Also ihr nehmt es hoch und faltet es zurück. So. Genau. Dann sieht es so aus. Jetzt falten wir nochmal einmal in die Mitte. So. Immer wieder ein bisschen andrücken. Hinterher, wenn ich das große mache mit dem schweren Papier, da ist es richtig Arbeit, das richtig zu drücken. So, jetzt haben wir das so. Jetzt nehmt ihr eine Seite, das klappen wir nochmal zurück. Also einfach, dass ihr seht, wie ihr es haben müsstet. Genau. Wir falten jetzt diese Seite hoch. Das ist dann wieder wie ein Dreieck. Ja, oder du kommst näher? Also ich zoome. Du zoomst näher, okay. Also ich zeige es jetzt einfach nochmal. Wir haben hier die Seiten so gefaltet. So. Dann hatten wir das so. Ja. Genau, aber wir wollen ja die schöne Seite nach vorne haben, deswegen machen wir das jetzt nochmal so und so.
So, dann haben wir es nochmal in die Mitte gefaltet. Sieht man das? Ja, ja. Genau. Und jetzt falte ich eins hoch. So, das heißt, wir haben hier eine offene Seite und eine geschlossene Seite. Bei der offenen Seite nehmen wir jetzt ein einzelnes Blatt, das oberste, und falten das wieder bis zu diesem Mittelstrich. Und die geschlossene Seite genauso. Das heißt, bei der geschlossenen haben wir halt das Doppelte und hier nur ein Blatt. Das machen wir hier genauso. So. Und da auch nochmal. Ich hoffe, dass man das sieht. So. So, jetzt haben wir das, sieht es so aus. Und wir müssen das aber jetzt so falten, dass wir ein Rechteck haben wieder. Das heißt, ihr nehmt das hoch. So. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Jetzt haben wir wieder ein einzelnes Blatt, was wir knicken. Und diese geschlossene Seite, die wir knicken. Das machen wir auf dieser Seite genauso. Und so. So, jetzt haben wir das so. Jetzt biegen wir das hier mal nach oben. Könnt ihr das sehen? Ja. Und dann haben wir hier eine Spalte. Sieht man das auch? Ja. Und da machen wir das Ganze jetzt auf. Und entfalten es. So. Und damit man die Knicke noch ein bisschen besser hinkriegt, kann man es auch noch mal gegenfalten. Also so, einfach, dass man es besser sieht. Ich weiß nicht, sieht man das so? Ich kann mir immer schlecht vorstellen, ob man es jetzt gut sieht. Das so. Sieht schon sehr gut. Also indem ihr es dann noch mal faltet und knickt, kann man dann das besser sehen. Voll Origami, ey. Genau, das ist die Schachtel. Die passt jetzt sehr schön dazu, finde ich. Und je nachdem, also auf dem Schreibtisch kann ich mir das gut vorstellen. Ich stelle mal jetzt meinen Anspitzer da rein. Nee, aber da kann man dann halt oder so Perlen reinmachen oder was auch immer man hat, finde ich, passt gut. Und das Ganze machen wir jetzt mit dieser großen Schachtel, damit ihr das auch mal gesehen habt. Da habe ich jetzt schon ein quadratisches Papier. Das ist insofern gut, es ist zweifarbig. Ich kann mir jetzt überlegen, was hätte ich gern oben, was hätte ich gern unten. Und da machen wir das Gleiche. Also wieder dritteln. Ich mache das mal. Wenn das nicht genau hinkommt, also ich habe jetzt zum Beispiel hier 35 cm. Das heißt, es wären, also bei 33 wären es 11 pro Drittel. Ich muss halt jetzt ein bisschen fuddeln. Aber das kriegt man hin. Also ich mache jetzt so irgendwas zwischen 11 und 12 jeweils. Das kommt hin. Macht ihr wieder kleine Pünktchen, damit ihr hinterher die Striche ziehen könnt. Hier mache ich vielleicht 3, weil das Blatt einfach größer ist. Manchmal muss man ein bisschen mutig sein, oder? Ja. Je nachdem, was ihr für ein Papier habt, kommt es vielleicht auch sogar hin. Und man könnte es auch nochmal anders machen. Man könnte auch einfach, was ich jetzt nicht gemacht habe, vorher den Streifen abschneiden, der nicht hinkommt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich 35 habe, hätte ich jetzt 2 cm abschneiden können und dann genau immer 11 machen können. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das viel zu zu lange und dauert und ich da keinen Bock drauf habe. Ist ja auch nicht, also ja. Genau. So seid ihr jetzt dabei, wie es auch anders geht auf jeden Fall. Genau, ich werde mal gleich für mich messen, ob es ungefähr hinkommt. Ob ich jetzt beide mal 11 habe. Ja, es kommt ungefähr hin. So, jetzt schneide ich einen Streifen ab. Das ist wieder das, woraus man vielleicht schöne Papierblume auch machen kann. Oder? Ja, mega. Dann legen wir das auch mal dahin. So, jetzt kommt wieder das Gleiche wie vorhin. Jetzt müssen wir das Ganze wieder dritteln. Also, gleiche Prozedur. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange jetzt für euch. Aber ich glaube, so viel Geduld habt ihr mit mir, oder? Ansonsten macht der Nick dann zwischendurch schneller, oder? Ja, kann ich machen. Aber ich glaube, ja,
Das geht so. Darfst du nur nichts Wichtiges sagen? Ja, das ist das Problem. Das weiß ich manchmal nicht, was ich so plaudere. So. So, und jetzt ist es wie bei dem Kleinen wieder. Ihr macht wieder die Striche dadurch, sodass ihr dann im Prinzip 6 Felder habt, die wir dann zum Knicken wieder brauchen. So. So, jetzt machen wir das gleiche wie vorhin. Das heißt, wir knicken einmal nach da. Aber hier ist jetzt schwieriger, weil das Papier dicker ist. So, und da müsst ihr auch wieder dagegen knicken, damit das hinterher eine bessere Standfestigkeit hat. Versteht ihr? Ja, gell? Ja, so die Stahlecke ist da besser. Ja, genau. Aber es ist schon schwierig. So, ja, das ist ein bisschen schwierig. So, ja, also ich muss sagen, das jetzt ist wirklich ein bisschen schwieriger. Jetzt versuchen wir mal, das Ganze erfolgreich so zu knicken, wie vorhin. Könnt ihr euch, also ich finde es hier ist schwer zu erkennen, oder? Also, von der Farbe her, oder? Ja, schon. Das ist ein bisschen doof. Ich hätte ein anderes Papier nehmen sollen. Ist nicht. Aber im Prinzip ist es ja ähnlich. Hoffe ich, dass es dann für euch vom Erklärwert richtig ist. Jetzt müssen wir es noch mal einmal hochklappen. Da könnt ihr euch dran erinnern, gell? Und ihr seht, dass es jetzt schwierig wird vom Knicken her. Ich habe mir da schon fast meine Finger bei verbogen, weil das so dickes Papier ist. So. Gell, das ist, ich finde es schwierig. So, jetzt machen wir es nochmal zurück. Also ihr kennt, worin die Schwierigkeit liegt. So, und wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen das, jetzt knicke ich da auch nochmal gegen, das, was man außen haben will, das macht man oben hin. So, jetzt müssen wir wieder, ihr erinnert euch, das umklappen. Und wieder die einzelne Seite, aber man sieht es hier echt schlecht, gell? Das tut mir jetzt leid, aber wenn ihr das bei dem anderen gesehen habt, dann könnt ihr euch daran erinnern, wie das ungefähr sein muss, oder? Also ich bin relativ nah jetzt dran. Okay. Hilft bestimmt auch schon mal. Ich hoffe. Also es ist nicht einfach. So, jetzt haben wir ja gesagt, wenn wir das so haben, müssen wir das wieder falten, damit wir ein neues Rechteck haben. So, jetzt machen wir das gleiche wieder. Das ist was für Leute mit starken Fingern, oder? Ich hätte mir vielleicht vorher überlegen müssen, welches Papier geschickter ist. Genau. Jetzt machen wir wieder das, dass wir das so hochklappen und auseinanderziehen. Und dann wieder gegendrücken. Also in Form drücken. Ihr wisst, was ich meine, gell? Nochmal hier andrücken. So. Und dann habt ihr es fertig. Ich hoffe. Achso, Entschuldigung. Alles gut. Genau. Also ihr könnt das dann noch ein bisschen nachdrücken. Also gerade dieses dicke Papier ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber man kriegt das hin. Es sieht schön aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Genau, dann haben wir klein, groß, gesammelte Batterie. heißt, wir kommen zum nächsten, wenn ihr Lust habt. Das ist dieses kleine Schächtelchen. Ich mache das mal auseinander, dass ihr einfach mal seht, wie das gemacht wurde. Kommt nochmal näher. Genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Und zwar mache ich das jetzt auseinander, damit ihr seht, wie das funktioniert. Das ist die Vorlage, die ihr
runterladen könnt. Das heißt, ihr nehmt Papier, schneidet das aus, dann habt ihr dieses. Dann müsst ihr in das Papier mit dem Messer, hier kann man das sehen, da. Moment, ich komme wieder näher. Also ein Stück vom Rand, das mit, ich habe das mit so einem Schälmesser eingeritzt. Ah ja, genau, das ist wie so reingeschoben. Wie ein Cutter, wer ein Cuttermesser hat, ist natürlich noch besser. Da kriegt man es besser mit hin, aber also das geht auch. Ihr müsst halt so, so circa 5 Zentimeter, also so ein kleiner Fingerbreit Abstand lassen und dann quasi so breit, wie ihr das für dieses braucht, um also diese Länge einschneiden, damit, weil da müsst ihr ja dann da durch. Dann knickt ihr euch das so ein bisschen zurecht, also nicht so knicken, sondern einfach so ein bisschen, ihr seht es auch hier, ich habe das so angerollt quasi. Dann macht ihr diese beiden zusammen und geht mit dem ausgeschnittenen Schlitz da drüber und mit der anderen Seite macht ihr das genauso. Und vorher füllt ihr natürlich das da rein, was ihr da rein haben wollt, weil wenn es erst zu ist, ist es ein bisschen schwierig, genau. Dann macht ihr das einfach darüber. Also das ist im Prinzip ganz leicht. Ihr müsst eigentlich wirklich nur ausschneiden auf schönem Papier. Und wenn ihr es ausgeschnitten habt, macht ihr die Schlitze da rein und dann ist eigentlich fertig. Und in der Videobeschreibung, Leute, da werden wir praktisch die Links zu den Vorlagen reinpacken, ne? Genau, das ist ganz wichtig, weil die braucht ihr. Die haben wir gemacht, haben sie dann gescannt und damit ihr das auch habt. Dann haben wir diese große Schachtel, die müsst ihr tatsächlich kleben. Und das Kleben würde ich euch raten, entweder, aber da muss man echt vorsichtig mit sein, mit Sekundenkleber oder mit Heißklebepistole. Beides vorsichtig. Genau, ja. Bei beidem, das haben wir hier auch schon im Tutorial gehabt, ist das natürlich schwierig. Und zwar habt ihr dann 4 Teile und ich habe die natürlich vorher schon ausgeschnitten, weil das dauert dann immer so lange, das machen wir jetzt auch nicht. Wichtig, bevor ihr klebt, ist, dass ihr die beiden gleichen Teile, also es gibt diese Teile mit dem, mit oben mit diesem Verschluss und die anderen beiden Teile, die müsst ihr, wenn ihr das kleben wollt, müsst ihr euch die gegenüberlegen. Ich glaube, das sieht man jetzt, ich gell? Ich habe eine Frage, auch dafür die Vorlage. Alles wird alles hochgeladen, genau. Also ihr müsst es ausschneiden, dann habt ihr diese 4 Teile und die müsst ihr euch so zusammenlegen. Also man sieht ja immer die Knickfalten hier. Sieht man die? Ja. Genau, die müssen so aneinander liegen, dass das immer wirklich direkt akkurat aneinander liegt. Und dann ist das hier wie ein Quadrat. Sieht man das? Ja. Und das klebt ihr fest. Und wenn das festgeklebt ist, dann klappt ihr das hoch und dann könnt ihr das alles aneinander kleben. Also deswegen ist hier immer diese überstehende Kante. Also da wird aneinander geklebt. Und dann habt ihr das eigentlich fertig. Cool. Dann sieht es so aus. Ihr müsst dann vorher, bevor ihr es klebt, hier noch mit dem Locher da und auch da natürlich, macht ihr einfach, das kann man, ich habe das zusammengelocht, einfach da rein, dann habt ihr die beiden Löcher und da könnt ihr natürlich dann hinterher schönes Band nehmen. Wir haben jetzt versucht, in der richtigen Farbe was zu finden, da kann man auch alles nehmen, wozu man Lust hat. Mein Lieblingssatz, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. So, es sind keine. Genau, Hauptsache es gefällt euch. Genau, das ist dann die große Schachtel. Dann kommen wir schon zu unseren Papierresten. Ich nehme jetzt mal, wobei das jetzt auch fast zu klein ist. Wobei, nee, es geht wahrscheinlich. Ne? Ich nehme anderes Papier. Ich habe jetzt tatsächlich keinen Rest, der für die Blume passt. Dann nehme ich jetzt ein neues Blatt Papier. Ich habe jetzt so die Größe einer Tasse. Ja, ich glaube, das passt recht gut. Wenn ihr eine größere Blume haben wollt, nehmt ihr halt was Größeres, ein größeres Gefäß. Man kann es auch kleiner machen, also wie man will. Und ich fange jetzt einmal, ich zeige euch einfach nur, ich mache es vielleicht nicht ganz zu Ende, weil das auch wieder lange dauert. Ich zeige euch einfach nur, wie es gedacht ist. Also ihr schneidet einen Kreis aus. Da-dum, da-dum, da-dum. Wie gesagt, Leute, zur Not machen wir es auch ein bisschen schneller für euch.
Aber ich glaube, ja, das, da bin ich jetzt recht schnell drin und ich zeige einfach, wie es geht. Ja, also und dann fangt ihr einfach an, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Apfelschälen, fangt ihr einfach an, wie eine Spirale zu schneiden, bis ans Ende. Also eigentlich geht es auch relativ schnell. Und ihr könnt euch auch entscheiden, je nachdem, wie ihr die Blume haben wollt, ob ihr eher dicke oder dünne Streifen macht. Auch da, ihr seht es an den Blumen, manche sind ziemlich groß, da sind die Streifen auch groß, manche sind ganz klein, da sind die Streifen eher klein, da ist so mittel, da haben wir auch nochmal eine kleine. Also das könnt ihr auch einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Ich finde, so Papierreste hat man ja eigentlich oft, wenn man bastelt und dadurch kann man sie dann gut verwerten. Also im Prinzip habt ihr dann so eine Spirale. Ich finde es richtig genial mit den Blumen. So, jetzt habt ihr die Spirale, jetzt nehmt ihr euch einen Anfang. Die Spitze ist immer ein bisschen blöd zum Anfang, deswegen schneide ich die ab. Und dann fangt ihr einfach an, das aufzurollen. Und auch da könnt ihr wieder gucken. Also ihr seht, die sind unterschiedlich eng aufgerollt. Je nachdem, wie ihr das gerne hättet, rollt ihr die auf. Ich denke, ich werde jetzt gleich einfach mal wahrscheinlich ruhig sein, oder? Ja, ich bin aber auch schnell. Wenn ihr so buntes Papier habt, sieht es natürlich mega schön aus, so mehr wie eine Blume. Roll, roll, roll. Am Ende wird es dann einfach festgeklebt. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich roll mal ein bisschen schneller. Die Schnellrollerin. Nein. Nee, aber das ist wirklich simpel. Das kriegt ihr alle hin. Was ich noch dazu sagen muss, was wichtig ist. Also ich habe mal irgendwann habe ich zu arg gezogen an der Blume. Das sollte man nicht tun, weil dann reißt es ein. Und das will man ja nicht, dass es einreißt. So, ich komme jetzt zum Ende. So, da komme ich ganz nah jetzt nochmal. Genau. Also ihr seht, dann habt ihr die Blume. Das wird dann festgeklebt hier. Und das war es auch schon. Wenn ihr das festgeklebt habt, ich habe jetzt mal hier eine fertige, die ich geklebt habe. Also es hält auch schon so, wenn man es jetzt so sieht. Mhm. Wenn ihr das festgeklebt habt, dann nehmt ihr einen Draht, schiebt den da durch und fixiert es, wenn ihr wollt. Also wir haben das so gemacht, mit einer Perle oder was auch immer. Macht es unten auch nochmal fest und dann kommt es eben drauf an, wo ihr das drauf haben wollt. Also wir hatten jetzt nicht, es gibt so Blumendraht, wo man schön dran festmachen kann. Wir hatten den nicht, das heißt, wir haben so Schaschlikspieße genommen und dann einfach den Draht drumherum gewickelt. Aber es sieht auch sehr schön aus, wenn man einfach, es gibt so einen festen Blumendraht, wenn man den daheim hat, ist natürlich auch gut. Man kann auch noch, also vielleicht fällt euch auch noch was anderes ein, wo ihr die Blumen drauf machen wollt. Aber es ist mega einfach, wie ihr seht. Man kann auch die Blumen nehmen, wenn man sie jetzt nicht in die Vase will und nicht an einen Schaschlikspieß machen möchte, kann man auch die Blumen nehmen und auf irgendwas aufkleben. Also wenn ihr jetzt eine Schachtel hättet, finde ich, sieht es auch mega schön aus. Man kann es auch einfach reinlegen als Deko in eine Glasschale. Oder, also ich glaube, da auch da, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Da gibt es alle möglichen Sachen, die man damit machen kann. Also ich finde, die sehen einfach auch an sich schön aus. Ja. Als Blüten. Wenn ihr solche Streifen habt, wie ich gerade gezeigt habe, dann kann man natürlich Sonnen, Schiffe, Schmetterlinge ausschneiden und Girlanden daraus machen. Das sieht natürlich auch mega schön aus. Man kann's, also ich finde jetzt diese Farben auch schön. Da könnte man jetzt, da würde ich vielleicht Blumen ausschneiden. Also so wie jetzt die Schmetterlinge kann man ja auch genauso Blumen ausschneiden und untereinander hängen. Wenn ich jetzt die Schmetterlinge hier nehme von mir, dann funktioniert das so. Ich habe hier jetzt auch noch, da habe ich mal einen Pullover draus gestrickt, Wolle. Und zwar einfach, dass ihr euch das vorstellen könnt, ihr klebt das Band auf der einen Seite drauf und dann klebt ihr die Schmetterlinge
aufeinander und dann kann man sie nämlich auch so ein bisschen knicken, dann sieht es auch schön aus. Und das Gleiche könnt ihr mit Blumen machen. Also ich habe jetzt verschiedene Farben, die, wo ich dachte, die passen gut zu der Wolle. Also ich würde dann nochmal sowas draufkleben und dann nochmal in kleiner. Und wir haben auch die Schablonen tatsächlich in verschiedenen Größen, also so, dass ihr wirklich da gucken könnt. Und wenn ihr eine Blume machen wollt, ist ja auch ganz einfach. Einfach eine Blume aufmalen, ausschneiden, dann könnt ihr das Gleiche auch mit einer Blume machen. Wir haben das hier nochmal, ich habe es aber vorhin ja auch schon mal gezeigt, das ist eine Schmetterlingsschablone gewesen. Da haben wir unsere Girlande. Das heißt, ihr könnt das ganze Papier verwerten und habt richtig schöne Deko. Jetzt im Frühling kann man die Schmetterlinge nehmen, man kann Blumen im Sommer nehmen, man kann Eis nehmen. Also man kann ja auch ganz simpel so ein Eis malen als Schablone und da auch in vielen bunten Farben einfach das Papier ausschneiden, zurechtschneiden und es ist wirklich einfach, das so zusammenzukleben und dann hat man richtig schöne Deko am Fenster. Genau, das war's dann auch schon. Also, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt und freue mich auf das nächste Tutorial. Und ich hoffe, ich habe es gut drauf. Ja, das hoffe ich auch. Du hast immer gut drauf. Also, okay, das war's. Jetzt seht ihr noch die Ergebnisse im Anschluss. Ja. Und genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.